Vorbereitung für das Event war relativ kurz, aber wir konnten ein paar Tage packen und dementsprechend bin ich confident, dass wir doch ganz gutes CS sein können. Ich gehe mit gemischten Gefühlen ins Event rein. Ich denke, wir sind auf jeden Fall der Underdog in dem Halbfinalspiel gegen Sprout. Also wir haben uns natürlich, obwohl wir mit Stan-In ja antreten, so gut wie es ging vorbereitet und ich bin zuversichtlich, dass wir Sprout auf jeden Fall ein paar Steine in den Weg legen können. Wir haben mit Crystal die letzte Woche durchtrainiert und sonst haben wir jeden Tag 3 bis 5, 6 Stunden gespielt. Ich denke, es war erfolgreich, wir konnten auch viel von Kevin mitnehmen und an sich sind wir zuversichtlich. Es ist ein bisschen chaotischer, es fehlt ein bisschen Struktur, man hat eine Menge Sachen, die geplant waren, die jetzt nicht mehr aus Standtieb funktionieren. Aber Kevin bringt eine sehr, sehr frische neue Art rein in das Spiel, das uns, denke ich mal, weiterhelfen wird. Wir haben, glaube ich, insgesamt 4-mal getrackt, also an 4 Tagen, einfach so 3, 4 Stunden einfach mal ein bisschen zusammen gespielt, damit ich Leute kennenlerne. Robin hat mir ein bisschen gezeigt, falls es irgendeine Taktik gibt, einfach mir meinen Part gezeigt. Also ich denke allgemein für ein Stand-In, er kann immer viel freier aufspielen, weil er jetzt nicht so diesen Druck hat. Also keiner erwartet jetzt wirklich was von ihm, sondern er probiert einfach das Beste rauszuholen, was er kann. Im Halbfinale spielen wir gegen Sprout und haben damit meiner Meinung nach den besten Gegner erwischt. Sie sind ein ganz klarer Titelfavorit in meinen Augen. Haben jetzt auch mit den 2 neuen Spielern, Sirson und Mirbit, eigentlich relativ gute Ergebnisse zeigen können. Dementsprechend sind meine Erwartungen an uns selbst nicht so hoch, weil wir gar keinen Druck haben. Sie sind der Favorit, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall für eine Überraschung sorgen können. Ich hoffe, dass wir als Underdog natürlich trotzdem ein gutes Ergebnis gegen Sprout erzielen können. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen umgestellt, haben hier mal dort ein bisschen an ein paar Dingen gefeilt. Ich denke, wir können auf jeden Fall für Überraschungen sorgen. Und im Endeffekt wird man sehen, was auf dem Server passiert. Expert legt erstmal hier los mit einem A-Push, die Standard-Smoke gezündet. Dennis bekommt hier aber sofort eine Eröffnung. Connector down. Nice. Ich lege jetzt dafür Connector durch. Ticket, immer noch. Get down. Okay. Meiner CD raus. CD raus noch. Und Jungle jetzt, Scout. Ist sich so sicher, nimmt Skrunk auf und die Bombe auf und Crystal! Einer Panzer, der hält dich. Brauchst eigentlich die Bombe holen. Geh down. Nice. Das war bitte down. Nice, war der A-Spieler. A-Spieler. Smoke nicht schlecht für Bombe. Und ab. Bombe nicht liefern. Damit schieben sie auf Spieler Nummer 4 so, aber gegen JDC fliegt die. Einer Feuer. Saiken und Crystal. Crystal geht ja schon an der Smoke ein bisschen vor, ist noch nicht gesehen. Sirson läuft die große Runde. Aus. Ja. Bitte down. Nice. Nice. Kill oder Defuse? Hol ich die Arme? Und dann ist es hier doch noch entschieden. Sprout mit dem 16:9. Ja, auf geht's jetzt, Boys. Auf geht's, Mann. Und Speedy, wir haben eben gerade schon mal relativ viel Tempo Richtung. Aus. Die kommt raus, down. Die Mitte noch 2. Hage kann durch, ne? B ist offen, Jungs. Gib zurück. Noch einer. Letzter AWP-T. Bitte. Vorteil bzw. Überzahl erstmal für Expert Bombe. John. Nice. Nice, John, Mann. Woo! Auf geht's! Und dann Haven kriegt hier nochmal einen rausgedrückt. Einer noch Ding von mir. Einer hat noch Ding von mir. Alle an, zwei Schnecke. Da der Ding-Spieler. Könnte noch einer Ding haben, bin mir nicht sicher. Ja, das war der auch mit Ding. One. Nice, Andy! Dennis im richtigen Moment da auf die Pistol gewechselt. Und jetzt ist es Cycle im 1 gegen 3. Bombe liegt. Die wird allerdings vielleicht nochmal picken können. Nein, Dennis ist da. Und damit ist das Spiel aus und vorbei.
Das Halbfinalspiel gegen Sprout verlief für uns nicht sehr gut. Wir haben uns sehr schwer getan, ins Spiel reinzufinden. Gerade auf Mirage auf der T-Seite hat Sprout uns eigentlich keine Chance gelassen, wirklich ins Spiel zu finden. Die AWPs haben einfach die richtigen Engels abgezielt und wir haben einfach die Räume nicht bekommen. Kevin hat sich ziemlich gut in das Team integriert, haben uns sehr gut mit ihm verstanden. Im Spiel hat er versucht, ein bisschen Midround zu koordinieren und uns zu helfen. Leider konnten wir das Spektakel vom letzten Mal nicht gegen Sprout wiederholen. Aber es war trotzdem eine super Erfahrung, wieder jetzt hier zu spielen in Düsseldorf. Und wir hoffen, wir finden stärker zurück. Was soll ich sagen? Ich persönlich bin sehr enttäuscht mit dem Ergebnis. Und ich denke, die Leute, die zugeschaut haben, auch, die uns angefeuert haben, das Team. Man kann sich nur erholen und hoffen, dass es besser wird. Also wir haben gerade gegen Sprout gespielt, leider 0-2 verloren. Erste Map kamen wir eigentlich mit einer gewonnenen Pistole ganz okay ins Spiel, konnten aber dann die Waffenrunden nicht mehr für uns entscheiden und haben dann leider die erste Hälfte, glaube ich, 4-11 verloren, weil sie auch einfach dominant als CT gespielt haben. Als CT haben wir dann nochmal so ein Mini-Comeback gemacht, ein paar Runden zusammenbekommen, aber auch durch die verlorene CT-Pistole hatten wir einfach zu wenig Spielraum, um viele Fehler zu erlauben. Mit Crystal zu spielen war auf gar keinen Fall eine Einschränkung. Ich denke, man konnte von seiner Erfahrung sehr viel mitnehmen. Er hat uns positiv weitergeholfen im Team. Und ich denke, mit mehr Arbeit und mehr Zeit wäre mehr drin gewesen. Auf Train kamen wir wieder sehr, sehr schlecht ins Spiel, lagen, glaube ich, 0-8 hinten auf unserer CT-Seite. Bis wir dann erstmal die ersten paar Runden geholt haben, haben uns dann noch auf 5 CT-Runden, glaube ich, retten können. Gerade auf unserer T-Seite kamen wir auch nicht ins Rollen. Und dann ist es halt schwer, gegen so ein gutes Team wie Sprout die Runden zusammenbekommen. Nach der Meisterschaft steht jetzt erstmal für uns noch die Nightmare Damage Liga-Saison an. Und danach müssen wir erstmal schauen, wie es weitergeht. So viel wie möglich trainieren und auch langfristig endlich mal zusammenarbeiten, ohne weitere Wechsel. Um dann auch langfristig uns an der deutschen Spitze zu etablieren zu können und immer ein Titelanwärter für die ESL-Meisterschaft sein zu können.